Das Litschke-Museum in der Basler Straße ist seit vergangenen Sonntag um eine Ausstellung reicher. Sie ist dem Bad Krozinger Pater Marquard Hergott gewidmet, der von 1694 bis 1762 lebte. Das Leben und Wirken der markanten Bad Krozinger Persönlichkeit ist von nun an für alle Besucher zu sehen. Der Zeitpunkt der Ausstellungseröffnung am 18. Mai war nicht zufällig gewählt, wie Bürgermeisterstellvertreterin Sabine Pfefferle erklärte. Unter dem Motto Sammeln verbindet, Museum Collections make Connections, feiern wir am heutigen Sonntag nicht nur die Einführung, sondern auch den 37. Internationalen Museumstag in Deutschland und in der ganzen Welt. Um sich ganz wie ins 18. Jahrhundert zurückversetzt zu fühlen, wurde auch Wert auf zeitgenössische Musik gelegt. Für eine unterhaltsame Einführung in das Schaffen des Paters sorgte Stadtarchivar Jörg Martin. Er führte die Gäste nicht nur ein in die Geschichte Pater Hergotts, sondern vermittelte auch, welche Spuren die Krozinger Persönlichkeit in der Stadt hinterlassen hat. Es gibt natürlich in Krozingen die Mark-Pater-Hergott-Straße, so heißt sie, glaube ich. Aber auch da wissen einige Krozinger nicht so genau, wo die eigentlich zu suchen ist. Und so war es uns dann doch ein Anliegen, hier diese kleine Abteilung einzurichten. Denn dieser Pater Marquard Hergott hat Krozingen etwas ganz Bedeutendes hinterlassen. Das bedeutendste Baudenkmal neben der Glöcklehofkapelle, nämlich die Schlosskapelle und das Schloss in Krozingen. Das Museum zeigt unter anderem schriftliche Werke des Paters, die die Stadt Staufen zur Verfügung gestellt hat. Zahlreiche weitere gut erhaltene Exponate geben einen faszinierenden Einblick in die Lebens- und Schaffenswelt des Geistlichen. Somit ist diese Sonderausstellung für Bad Krozinger Bürger ebenso wie für Touristen einen Besuch wert.